Und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge bei Black Mirror. Ja, weiter geht's auf unserer kleinen Spurensuche. Wir werden uns hier erstmal nochmal ein klein bisschen umgucken. Jennifer, die Frau von Tobias Gordon. So, gucken uns erstmal überall nochmal ein bisschen um. Victoria ist im Gemeinschaftsraum. Victoria ist im Gemeinschaftsraum. Okay, da können wir also im Moment nichts machen. Okay. So, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Wie gesagt, hier vorne in das Büro müsst mal rein theoretisch mit Robert zu reden, aber wie gesagt. Hier habe ich früher mit William Schach gespielt. Ich erinnere mich daran, wie er mir die Grundzüge beigebracht hat, als wäre es gestern gewesen. Wir werden uns erstmal genüsslich über. Das hier war ein Geschenk an William von Robert. Denn es sind garantiert überall immer mal wieder ein paar Geheimnisse, ne, die wir noch nicht aufgedeckt haben. Großes Gemälde, das gucken wir uns auch nochmal an. Williams Lieblingsgemälde. Jemand aus der Familie hat es vor etwa 300 Jahren gemalt. Sieht aus, wie ein Eimer Farbe drüber gekippt. Früher war ein Kinderzimmer dahinter. Jetzt sind es nur noch nackte Wände. Es hat keinen Sinn, dorthin zu gehen. Okay. Warum auch immer hier ein leeres Kinderzimmer sein sollte, ne? Im Flur ist nur das leise Ticken der Uhr zu hören. Das leise Ticken der Uhr, ne? Alter. So, ich weiß, was dann, wir gehen mal in unser Zimmer erstmal, ne? Gucken wir uns mal um. Die Tür ist abgeschlossen. Ah ja, stimmt. Bates hat mir seinen Schlüssel gegeben. Genau. Ich kann sie aufschließen. Stimmt. Den Schlüssel braucht man natürlich, ne? Ja. Ja. Haben wir das erste Mal ein Item benutzt, ne? Hier hat sich überhaupt nichts verändert. Mir ist, als wäre ich erst ein paar Tage fort. Willkommen daheim, Samuel. Erstmal schön die Hände waschen. Hat den ganzen Dreck, den wir hier angegrabbelt haben. Die nächtliche Silhouette unseres Schlosses. Williams Porträt meiner geliebten Catherine. Sie starb bei diesem furchtbaren Brand. Und es war meine Schuld. Das werde ich mir nie verzeihen können. Hintergrundinformationen. Eine Zeichnung des Anwesens der Familie Gordon in Wales. William hat sie als junger Mann angefertigt, als er dort war. So, dann guck mal, was wir im Koffer mitgebracht haben. Ich habe nur einige Reisenecessaires darin. Necessaires, das ist ja auch ein Begriff hier. Ne? So, dann gucken wir noch mal, was er Schönes mitgebracht hat, ne? Hat ich stecke die Tabletten ein, falls ich wieder Kopfschmerzen bekomme. Noch irgendwas? Die Brieftasche kann ich bestimmt gebrauchen. Oh, sollte man nicht liegen lassen, ne? Noch irgendwas? Ich sehe nichts Interessantes. Okay, es war anscheinend alles. So, dann gucken wir mal, was sind denn das für Tabletten? Ich habe in letzter Zeit oft Kopfschmerzen. Die behalte ich lieber. Okay. Sie enthält einige Münzen. Ja, ein paar Münzen bekommen. Da ist ziemlich viel Geld drin. Okay, gut zu wissen. Das ist schon mal gut zu wissen, dass da viel Geld drin ist. Ein altes Gemälde. Ich weiß nicht, wer der Maler war. So, der Kamin? Es ist kalt hier. Ich werde Bates sagen, er soll den Kamin anzünden. Im Zimmer ist es ziemlich kalt. Okay, da können wir aktuell so noch nichts mitmachen. So, und gucken wir mal. Bett brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Ah, hier sind noch Schubladen, die gucken wir auch noch mal durch. Gehen wir mal. Abgeschlossen. Soweit ich mich erinnern kann, enthält sie nur ein paar Kleinigkeiten und eine alte Kamera. Aber wo habe ich früher den Schlüssel aufbewahrt? Ich werde mich im Zimmer umsehen. Er muss hier irgendwo sein. Da kann ich schon zum Glück ein bisschen auf alte Erfahrungswerte zurückgreifen. Eine alte Fotosammlung. Ich möchte nicht an die Zeiten erinnert werden. Ich lasse sie in Ruhe.
Da brauchen wir dann zum Glück nicht so lange nachsuchen. Verzeih mir, Catherine. War ein hübsches Mädel, ne? War ein hübsches Mädel. So. Wenn wir also dann immer mal so ein bisschen drauf achten, da wird es dann wahrscheinlich noch mehr Informationen drüber geben, was bei dem Feuer passiert ist, ne? Und hier sehen wir nur schon einen Türrahmen, ne? Da kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. Da kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. So, dann machen wir mal Rechtsklick. Ich werde versuchen, raufzukommen. Da ist etwas. Das ist der Schlüssel von meiner Schublade. Mhm. Ich wusste, dass er irgendwo im Zimmer sein muss. So, nicht gerade das cleverste Versteck, ne? Weil wenn man mal überlegt, wir haben hier einen Butler, der hier auch diese Zimmer sauber macht. Und ein gewissenhafter Butler macht natürlich auch oben die Türrahmen immer mal sauber und entstaubt die, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Ich wusste, dass er irgendwo im Zimmer sein würde. So, dann machen wir hier mal die Schublade mit auf, ne? Gucken wir mal. Ja, jetzt kommen wir hier nämlich auch ran. So. Müsste noch funktionieren. Es ist kein Film drin. Und meine Ersatzrollen sind zu alt, als dass sie noch funktionieren würden. Können wir die nicht nehmen? Sie sind zu alt, um sie noch zu verwenden. Ah, okay. Meine Bibel. So, weiter können wir hier nichts mitmachen. Nur die Kamera. Okay. So, dann haben wir hier alles, wo ich was meine. Alle, was wir nehmen konnten. Sie ist alt. Aber sie funktioniert. Du hast ja keinen Film, ne? Das ist natürlich nicht so gut. So, schlafen brauchen wir, denke ich, erstmal noch nicht. Gehen wir erstmal nochmal raus. So, und dann würde ich fast sagen, wir reden mal mit dem guten alten Robert, ne? Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe gewesen. Hier geht's ja dann weiter. So, Roberts Arbeitszimmer. Robert, darf ich einen Moment mit dir sprechen? Natürlich. Ich unterhalte mich gerne mit dir. Das ist nämlich schon mal eine Wir Tür, haben einander schon so lange nicht mehr gesehen. Wie viele Jahre sind es? 12, vielleicht mehr. Eine wirklich lange Zeit. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich bin nicht für immer zurückgekehrt. Ich bin nur wegen Williams Beerdigung hier. Wirklich? Das ist schade. Ich dachte, du bleibst wenigstens für ein paar Monate bei uns. Vielleicht überlegst du es dir ja doch noch. Also, worüber möchtest du reden? Oh, da haben wir aber jede Menge, was wir hier fragen können. Ne? Fangen wir mal mit William an. Was denkst du über das, was William zugestoßen ist? Das ist aber eine seltsame Frage. Was soll ich denn darüber denken? Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war, geschweige denn Selbstmord. Ich fürchte, du ziehst voreilige Schlüsse, Samuel. Du glaubst doch nicht etwa, dass es Mord war, oder? Nein, aber mal ehrlich, wer bringt sich im Herbst seines Lebens um? William war ein sehr alter Mann. Hör mal. William war alleine im Turm, als es passierte, und die Tür war von innen abgeschlossen. Also ist Fremdeinwirkung ausgeschlossen. Warum hat er dann keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Das weiß ich nicht. Und ich will auch nicht darüber nachdenken. Ich versuche gerade, meine Gedanken von Williams Tod abzulenken, und ich habe überhaupt keine Lust, darüber zu reden. Wie ist es möglich, dass Robert gar nicht daran interessiert ist? Bin ich der Einzige, der die Wahrheit über Williams Tod wissen will? Anscheinend, ne? So, Schloss Black Mirror. Das Schloss verfällt zusehends. Wie lange soll das so weitergehen? Das Schloss steht seit Jahrhunderten und es wird nicht in nächster Zeit zusammenstürzen. Es wird uns überdauern. So wie es unsere Vorfahren überdauert hat. Aber der alte Flügel ist langsam baufällig. Er war schon baufällig, als ich geboren wurde. Und er steht noch immer. Warum hat ihn nie jemand restauriert? Oh, das hat man. Vor etwa 100 Jahren hat Werner Gordon versucht, ihn zu restaurieren. Wieso sagst du, versucht? Nun,
Er war nicht der Erste, der es versucht hat. Der neue Bau hat nie länger als ein paar Jahre gehalten. Die ursprünglichen Fundamente des Schlosses, die von Marcus und Mordred gelegt wurden, befinden sich innerhalb dieser Mauern. Es ist, als ob die alten Steine die neuen nicht annehmen wollten. Wirklich seltsam. Hm. Mysteriös, mysteriös, ne? Fahren wir mal nach den Neuigkeiten aus der Umgebung. Also, was hat sich in meiner Abwesenheit hier so getan? Ich kann mich an nichts Besonderes erinnern. Gibt es irgendwelche neuen Familien? Nein, ich glaube nicht. Die einzige Person, die neu hierher gezogen ist, ist Dr. Herman. Außerdem haben wir einen anderen Stallknecht und einen anderen Gärtner als die, die du kanntest. Ich war 12 Jahre nicht mehr hier und das Einzige, das sich verändert hat, ist, dass wir 2 neue Bedienstete haben? Naja, die Leute reißen sich nicht gerade darum, hier zu leben. Das weißt du doch selbst. Ja, es hat sich eigentlich nichts verändert. Es ist beinahe unheimlich. Ja, kein Internet, kein vernünftiges Netz. Wer will dann schon hier wohnen, ne? So, mal gucken, ob er uns ein paar Ersatzfilme für die Kamera geben kann. Ich brauche einen Film für meine Kamera. Weißt du, wo ich einen bekomme? Tja, vielleicht drüben in Willow Creek. Aber warte mal. Ich glaube, ich habe sogar selber noch welche. Sie müssten eigentlich noch verwendbar sein. Kannst du mir einen geben? Gerne. Aber ich habe sie auf dem Dachboden, zusammen mit einigen alten Sachen. Sie sind in meiner Truhe. Sie steht gleich beim Eingang, du kannst sie nicht verfehlen. Danke, ich gehe und hole sie. Sicher. Nimm so viele Filme, wie du willst. Ich habe dafür keine Verwendung. Er schickt uns auf den baufälligen Dachboden. Ah ja. So, dann fragen wir mal ein bisschen über ihn aus, ne? Ich habe mit Bates gesprochen. Warum lässt du ihn nicht in dein Arbeitszimmer? Hat er dir das erzählt? Weißt du, ich möchte einfach nicht dauernd gestört werden. Ich habe genug eigene Probleme. Und seine Unterwürfigkeit geht mir auf die Nerven. Was hast du? Nichts Besonderes. Ich habe nur im Moment sehr viel mehr Arbeit als sonst. So, dann fahren wir mal über den Gärtner noch, ne? Morris und Henry scheinen einander nicht zu mögen. Sie streiten sich zwar. Aber wenn sie einander nicht so oft begegnen, machen sie keinen Ärger. Mir sind aber ihre albernen Probleme ziemlich egal. Hm. Alberne Probleme. Morris sagt, dass Henry sehr viel trinkt. Das gefällt mir nicht, um ehrlich zu sein. Mir auch nicht. Aber es war sonst keiner da, der seinen Job wollte. Das heißt also, wir müssen seine schlechte Gewohnheit ertragen. Außerdem hat er sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Bisher nicht. Richtig. Ich muss jetzt gehen. Gut. Dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Na gut, das heißt, nächster Stop, also... Ne? Nächster Stop, also Dingsbums, Dachboden. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir von hier aus jetzt hier wieder wegkommen. Ah, hier, zur Treppe. So, da müssen wir rein theoretisch in die andere Richtung gehen, ne? Genau, zum alten Flügel. Gehen wir in die Richtung mal. So, gucken wir mal. Können wir mal auf den Balkon gucken. Ja. Schöne Aussicht auf jeden Fall, ne? Bis auf den Turm. Hinter diesen Fenstern war Williams Arbeitszimmer. Wenn ich herausfinden will, was sich in Wirklichkeit abgespielt hat, muss ich da irgendwie reinkommen. Betonung auf irgendwie, ne? Müssen wir mal gucken, müsste jetzt rein theoretisch irgendwo aus der Richtung hier sein. Was haben wir hier noch Schönes? Nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter, aber hier geht's nochmal weiter. Zum alten Flügel. Gucken wir mal. Ich hatte gehofft, nie wieder hierher zurückkehren zu müssen. Ich kann mir Catherines Tod nie verzeihen. Ich war dafür verantwortlich. Nicht sie hätte in den Flammen umkommen sollen, sondern ich. Na, gucken wir uns mal ein bisschen um hier, ne? Der ist schon lange im Ruhestand. Gucken wir uns hier mal langsam ein bisschen um. So, eine große Vase. Hm,
aus schwarzem Marmor. Auf der Unterseite befindet sich ein kleiner Schlitz. Unterseite befindet sich ein kleiner Schlitz. Können wir damit irgendwas machen? Nee. Hätte ich jetzt ein bisschen vermutet, muss ich gestehen. Brunnenleuchter. Wie der Rest des Zimmers bei einem tragischen Brand vor vielen Jahren zerstört. Dieser Ort weckt Erinnerungen an jene furchtbaren Ereignisse. Das hört sich aber auch gruselig an hier. Ich glaube, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Sieht nicht gerade stabil aus, die ganze Sache hier. Außer Staub ist da nichts mehr. Okay, hier scheint also nichts mehr zu sein. Dachboden gehen wir gleich mal hin. Verbranntes Gemälde, das gucken wir uns ruhig auch nochmal an. Die Leinwand wurde von den Flammen völlig zerstört. So, und ansonsten haben wir anscheinend bloß noch den Kamin hier, ne? Nur Asche. Nur Asche. In der Asche funkelt etwas. Da haben wir schon mal was gefunden. Die Reste eines zerrissenen Fotos. Ah, dann kommen wir zum ersten Rätsel, meine Freunde. Und das wird ein bisschen dauern. So. Erstes Rätsel. So, da müssen wir erstmal ein bisschen sortieren. Da müssen wir erst ein bisschen sortieren. So. Dunkel. Ich würde fast sagen, wir packen alle Teile erstmal so ein bisschen an die Seite. Und dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie sortiert kriegen. Müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie erstmal sortiert kriegen hier. Ah, jede Menge kleine Teile vor allen Dingen auch, ne? Naja, gut, das sieht so aus, als ob es hier irgendwo dran gehört. Irgendwie so. So, tja, bei solchen Sachen sollte man eigentlich immer gucken, dass man erstmal die Ecken irgendwie zusammenkriegt, ne? Ob wir irgendwelche Eckteile mal zusammen zurückkriegen. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Teil vom Gesicht. So vielleicht. Müssen wir mal gucken, wie wir die Teile hier anordnen müssen. So. Jede Menge dunkle Teile vor allen Dingen halt, ne? So, hier mal nochmal was von einem, ne? Von Haaren, wie es aussieht. Das könnte irgendwo außen sein. Das könnte theoretisch irgendwo außen sein. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. So, das ist irgendein Mittelteil. Das sieht man schon. So, die Dinger müssen wir erstmal alle sortieren. Müssen wir erstmal grob durchsortieren hier die Teile. So, wir brauchen erstmal ein bisschen Platz. Mal gucken. So, das sieht auch irgendwie aus, als ob es was von Haaren ist. Okay, ne? Das könnte hier sein. Irgendwie so. Ah. So vielleicht. Oder hier oben, ne? Könnte auch oben sein. Gehen wir mal davon aus, dass es oben irgendwo ist. So. Gucken wir mal, was wir hier noch so an Teilen finden.
So, das sieht auf jeden Fall aus, als ob das hier dran gehört, ne? Scheint hier irgendwie dran zu gehören. So, aber dann sehen wir schon, dann kann das hier schon mal nicht mehr passen, ne? Aber das hier passt. So, das hätten wir schon mal. Das hätten wir schon mal. So, das ist ein Stück vom Gesicht. Ah. Muss das Auge ein bisschen höher irgendwie, ne? So. So, und dann kommt das hier dran, wie es aussieht. Haben wir das schon mal. So, dann haben wir noch jede Menge Teile, die fehlen vom Gesicht irgendwie, ne? So, dann müssen wir mal gucken. Das Teil könnte vielleicht irgendwie hier hin. Ne? Tja. Da müssen wir erstmal gucken. Könnte natürlich auch irgendwo hier außen sein. Oder hier vielleicht irgendwo? Oh, ja, wir packen es erstmal hier hin. So, hier haben wir ein Ohr. Das kommt auf jeden Fall hier hin. Das hätten wir dann schon mal. Gut, dann müssen wir aber auf jeden Fall schon mal, dass das hier nicht passen kann. Dann kann das hier schon mal nicht passen. So. Ich hab ein bisschen die Vermutung, dass es irgendwas von hier oben ist. So, tja, die Ecken bringen uns erstmal noch nicht mehr wirklich weiter. Das haben wir auch noch nicht. So, hier haben wir nochmal Haare, wie es aussieht, ne? Da haben wir nochmal irgendwie Haare. Das scheint hier dran zu gehören. Das scheint schon mal zu passen. Das scheint schon mal zu passen. So, das hier sieht aus wie ein Stück vom Mund. Hm, das könnte der Mund sein. Ja, es ist der Mund. Es kommt also hier dran. So, dann, tja, jetzt wird es langsam ein bisschen eng mit dem Platz hier irgendwie, ne? So, das kommt hier rein, das hätten wir schon mal. So, das passt auf jeden Fall schon mal. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Könnte was vom Mund nochmal sein, ne? Was ist, ob es das Teil hier wäre? So. Das ist das andere Stück vom Gesicht. Dann haben wir das schon mal. Das ist irgendwas von außen. Hm. Wir wissen aber auf jeden Fall schon mal, dass wir weiter nach außen müssen. Das ist schon mal gut. So, gucken wir mal. Wo könnte... Das kommt hier rein, wie es aussieht, ne? Das kommt hier rein. So, das kommt hier dran. Das nimmt langsam Gestalt an, ne? So langsam haben wir ein bisschen Gestalt. Das könnte hier dran kommen. Sieht aus, als ob das richtig ist. So, dann haben wir hier noch ein Teil. Ja, könnt ihr hinkommen? So, das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, wie weit wir noch runter müssen, ne? Das ist die große Frage. Wir müssen erst noch wissen, wie weit wir runter müssen. So. Ja, ich meine, gut, der Kopf ist so gut wie fertig, ne? Also allzu viel dürfte hier nicht mehr sein. Hm.
Das könnte hier irgendwie so drankommen. Ist auf jeden Fall noch irgendwas von der Kleidung. Das sieht man ja im Prinzip schon. Nicht hier irgendwie so. Ah, hier kommt es dran. Hier kommt es dran. Ja, dann können wir es im Prinzip schon ein bisschen verschieben, die ganzen Teile hier, ne? Denn wir wissen ja im Grunde schon, wo genau wir hin müssen. Können wir die Teile also schon ein klein bisschen verschieben. So, was kommt dann hier rein? So. Muss noch ein klein bisschen tiefer irgendwie, ne? Es muss noch ein bisschen tiefer. Aber ihr merkt das schon, ne? Das sind noch die einfachen Rätsel vom Anfang. Also hier wird noch einiges kommen, bis wir hier halbwegs durchkommen. Das war sogar schon gar nicht so verkehrt. Müssen wir ein bisschen weiter rüber. So, jetzt wird es ein ganz klein bisschen einfacher gemacht, wie wir schon sehen. Ein paar Teile snappen anscheinend so schon, ne? So. Ein paar Teile davon snappen so anscheinend schon. So, hier müssen wir nochmal gucken. So, das kommt hier dran. Das kommt hier dran. Das kommt hier dran. So. Das war hier, glaube ich, ne? Langsam aber sicher fügt es sich zusammen. So, das hier scheint doch nochmal verkehrt zu sein. Dann müssen wir. Ah, hier. So, dann kommt das hier hin. So, das sieht mir noch ein bisschen nach Haaren aus irgendwie, ne? Das sieht mir irgendwie noch nach Haaren aus. Könnte hier sein irgendwie, ne? Ah. Das viele Teile haben wir jetzt aktuell nicht mehr so drinne. So, das war hier. Das war hier. So, jetzt müssen wir gucken. Auf der Seite ist also was Dunkles. Das wissen wir schon mal. Hier haben wir nochmal Haare. Die dürften, glaube ich, hier ungefähr hinkommen. Tja, die Frage ist, wo kommt das Teil hier hin? Hier, ne? So, dann haben wir das auch schon mal. So, langsam aber sicher kommen wir der Sache wieder näher. Ja, das könnte hier sein. Jawohl. So, das hier scheint irgendwas von hier unten zu sein. Muss noch mal gucken, wo das hier hin könnte. Hier vielleicht, ne? Ah ja, das kommt hier hin. So, dann haben wir wieder einen Teil. Das hier sieht auf jeden Fall irgendwie aus wie eine Ecke von oben, ne? Oder von unten, je nachdem. So, das haben wir schon mal. So, das haben wir. Ja, ihr seht schon, ne? So ein bisschen knifflig ist es eben tatsächlich. So, jetzt haben wir hier oben ein längeres Teil. Das dürfte hier hinkommen. So, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass die dunklen Teile alle nach oben müssen. Das ist das Teil hier. So, hier ist jetzt natürlich die Frage. Nee.
Das sieht mir eher aus, als ob es hier oben irgendwie ein Teil ist, ne? Das hier. Dann kommt das also woanders hin. So, das könnte theoretisch hier irgendwie hinkommen. Müssen wir gleich mal gucken. Ne, wobei, wartet mal. Ah, hier kommt's hin. So, dann das große Teil, das kommt hier hin. Ja, wenn man erstmal so ein bisschen die meisten Teile hat, dann geht's ein bisschen zügiger nachher, ne? So. Nee. Das kommt hier hin. So. Das kommt hier rein. Na, seht, das haben wir es gleich. Das kommt hier dran. Das kommt hier rein. Und dann haben wir bloß noch das und dann haben wir es. So, und bloß noch das kleine, den kleinen Schnipsel hier. Ja, haben wir es doch, ne? Dieses Gesicht habe ich noch nie gesehen. Aber wer könnte das Foto in den Kamin geworfen haben? Und warum hat er es vorher sorgfältig zerrissen? Der Schönheit ist der Typ nicht gerade, ne? Wer auch immer das war. Eine Schönheit war er nicht. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, da wir gerade 30 Minuten gerade sind, machen wir an der Stelle eine kleine Folgenpause. Erstes Rätsel quasi, check. Können wir schon mal einen Haken dran setzen. Und ja, nächste Folge geht's auf den gruseligen, dunklen Dachboden. Ne? Mal gucken, was wir da so an Items und vor allen Dingen an neuen Geheimnissen aufdecken können. Gerne wieder fleißig das Däumchen drücken. Gerne wieder in die Kommentare schreiben, was euch zu dieser Folge so einfällt. Ob ihr das Puzzle vielleicht schneller geschafft hättet, das würde mich auch mal interessieren. Und vor allen Dingen, wie ihr das erste Puzzle so ein bisschen gefunden habt. Und ja, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, immer schön gesund bleiben und ciao, ciao.